Herzlich willkommen zurück zu Gothic. Und oh, ein Sonderbar. Ein. Was? Ein. Du sollst ihn nehmen! Okay, das geht nicht. genau, ich gehe weiter hinein in den Ork-Tempel. Schrecklich Schläfer-Tempel. Und ich frage mich gerade bei den ganzen Orks hier, was wohl passiert wäre, wenn ich das Ulumulu anhätte. Sterblicher! Yep. Du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. So. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Okay. Was zur Hölle? Ist das da? Eine Spruchrolle? Okay. Was tut der mit mir? Ist das ein Zauber? Finde ich ja nicht so... Ah, Moment. Das finde ich ja jetzt nicht so geil, was der mit mir macht. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Ich frage mich, ob ich ihn vielleicht mit dem Bogen kriege. Auch wenn ich nicht wirklich viel Schaden mache damit. Ja, das klappt auf jeden Fall. Zumindest der erste hat getroffen. Der zweite nicht. Und alle weiteren auch nicht. Dann vielleicht ein Eispfeil. Das scheint zu klappen. Der scheint mich nicht anvisieren zu können. Habe ich nicht noch einen stärkeren Zauber? So, Feuersturm zum Beispiel. Ja, geht doch. Tausend Erfahrung. Wow. Der war mächtig. Weltenspalter. Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varak Hashor. Das ist der, der vor mir liegt. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert auf andere Art und Weise nützlich. Pyrokinese. Schaden pro Sekunde 20. Und? Was war das letzte? Ich weiß es nicht mehr. Ist nicht richtig gesehen. Wahrscheinlich irgendwie sowas hier, ne? Schätze ich mal. Ulubule wird es nicht gewesen sein. Ja, keine Ahnung. Irgend so eine Waffe, die ich nicht brauche. Ich habe eine stärkere. Aber, Hier hätte ich jetzt mal die große Wasserrobe tragen müssen. Gegen dem seine Magie. Oder vielleicht Schutz vor Feuer? Ich weiß es nicht. Was hatte der jetzt genau? Wo habe ich das Ding? Ist das bei den Reinschriften ist es wohl nicht. Bei den Tränken auch nicht. Bei Nahrung auch nicht. Bei den Artefakten hätte ich es vermutet. Oder bei Magie? Das ist auch nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Wo ist Pyrokinese? Da ist Pyrokinese. Auf der 10. Okay. Klappt nicht ohne Ziel. Schade. Was ist das da in der Luft? Ein Bug. Mal wieder. Einer von vielen. Hey. Ach, was habe ich hier für eine Spruchrolle bekommen? Ich war so violett, ne? Skelette beschwören vielleicht. Oder Licht. Oder Untote vernichten. Ah, das könnte es gewesen sein. Vielleicht hätte ich ihn damit mit einem Schlag außer Gefecht setzen können. Wer weiß. Hab's ja auch so geschafft. Scheint es aber sonst nichts zu geben. Ah, vielleicht kann ich dem sein altes, vergammeltes Schwert jetzt in diesen sonderbaren Stein reinstecken. Yep, genau. Um die Tür zu öffnen. War ja klar. So nach dem Motto, du kommst erst hier raus, wenn du den Typen da besiegt hast. Edge Badge. Ganz schön gemein. Naja, was habe ich davon? Ich habe Pyrokinese. Und wo ist das Schwert von dem Typen? Das habe ich jetzt echt nicht mehr, ne?
Ich muss es ja irgendwo haben. Krachtnack. Was ist das? Nee, das ist von dem einen. Von dem einen Priester, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wo ich das habe. Wo das steckt. Vielleicht doch irgendwo bei Verschiedenes. Das da. Ah, da. Weltenspalter. Ja, das wird's wohl sein. Hab ich da im Tagebuch jetzt was zu? Nö. Schade. Vielleicht wüsste ja irgendwie Xadas oder einer von den Wassermagiern irgendwas dazu. Vielleicht kann man das ja auch wieder herstellen, wer weiß. Naja. Genau, ich kann jetzt da rüber und ich schätze mal, ich vermute mal, dass das letzten Endes dahin führt, wo ich letzte oder vorletzte Folge hochgeklettert bin. Mit Orks und Skeletten und so. Werden wir gleich sehen. Da ist schon der erste. Ey! Ah! Habe ich falsch getimed. Mein zweiter Schlag war ein bisschen zu früh. Und wenn man die Schläge falsch timet, dann macht halt leider gar nichts. Da war ich ein bisschen zu nervös. Ich dachte, ich hätte irgendwie da noch was gesehen. Ja, habe ich auch. Sache. Schalter. Hier ist zu, okay. Ich schätze mal, der Schalter öffnet hier. Yep, war ja klar. Ah, das ist wieder so ein Rätselding. Vielleicht mit Gegner innen drin. Wer weiß. Da will ich mich erstmal richtig voll heilen. Und hier draußen umschauen. Das sieht nach einem Sarg aus mit Stacheln drunter. Das sieht nach Bogenschützen aus, die wahrscheinlich auf mich zielen. Keine Ahnung, was es darstellen soll. Ich heile mich erstmal fleißig hoch. So, hier. Mondschatten. Zack, zack, zack. Oh, das reicht schon, oder? Ich habe zwei, ja genau. Mana brauche ich noch ein bisschen. So 40. Knapp 40. Also zum Beispiel 15 und 25 macht genau 40. Und bevor ich dann die Fackel wieder verliere, stecke ich die mal weg. Und los geht's. Ja, ja. Reg dich ruhig auf. Dabei, ne? Nee. Und ich... Ah! Ich glaube, das ist der Tempelwächter von vorhin. Nee, Moment. Da bin ich nicht hochgeklettert. Das wüsste ich. Wow! Ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal im ganzen Spiel erfolgreich geblockt. Wirklich zum allerersten Mal im ganzen Spiel. Ich glaube, hier geht's weiter. Und zwar sehr viel weiter. Das heißt wohl, dass das andere, was ich da gerade geöffnet habe, eine Sackgasse war, in der ich vielleicht den ein oder anderen nützlichen Gegenstand bekomme. Und bevor ich das dann übersehe, würde ich gerne da reingehen. Und vorher speichern. Sicher ist sicher. Ja, das sieht wieder so aus wie so eine Falle mit Skeletten links und rechts vorhin. Nein, doch nicht. Okay. Dann vielleicht stattdessen eine andere Falle. Nein. Vielleicht mit Pfeilen oder so? Keine Ahnung. Wow! Magie. Okay, ein Magier. Sterblicher? Sterblicher! Sag ich doch. Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Das Schöne bei Magiern ist ja... Ja! Das
Problem bei Magiern ist, sie halten körperlich nicht allzu viel aus. Ich hatte vorhin nur das Problem, dass er einfach zaubern konnte die ganze Zeit. Schabernack. Dass er die ganze Zeit zaubern konnte und ich halt nicht schneller war als er. Waffe ist unheilbar, unnützlich, zerstört und so. Genau, unbrauchbar. Genau, man muss halt nur schneller sein als die Magier. Da war doch gerade noch offen. Ist jetzt wieder offen da unten? Ne, jetzt ist die Eingangstür zu. Ah, da unten ist wieder offen. Ach, das sind Stacheln. Ups. Gut, dass ich da nicht runtergefallen bin. Was passiert, wenn ich da runtergehe? Gibt es da eine Möglichkeit, runterzugehen? Sieht nicht so aus, ne. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Ist die große Frage. Vielleicht hier drüben? Da unten? Nee. Ist das ein Schalter, wenn ich drüber laufe? Nein. Ist hier irgendwas? Nein. Ich komme jetzt halt leider auch nicht mehr da hoch. Ne? Weil hier die Stacheln und so sind. Ist da unten jemand? Oder sieht es nur so aus wie so ein dickes Viech? Sah nur so aus. wie komme ich hier wieder raus? Ich würde ja sagen, ab in die Stacheln. Mal ausprobieren, was passiert. Ich bekomme etwas Schaden. Aber tatsächlich überlebe ich. Das ist ja interessant. Neun Lebenspunkte. Nicht einer. Schade. Neun Lebenspunkte. Erstmal ein paar Tränke schlucken. So, das sollte reichen. Der Schaden hier ist. Passiert ja lang. So viel dazu. So, ich bin doch gerade durchgelaufen und da ging es ohne Probleme. Meine Güte. Wie ich mich anstelle wieder. Also, wie er sich anstellt. Ich sehe jetzt aber. Ah, okay. Das da. Das ist ein Knopf. Okay, das war nicht gehighlightet. Ja, super. Und wie komme ich jetzt da wieder durch? Am Rand lang? Wie viele halte ich noch aus? Einen? Zwei? Ja, einen. Okay, wie zur Hölle soll ich da wieder rauskommen? Ich kapiere es nicht. Was zum Henker? Oder soll ich mich da in irgendwas verwandeln vielleicht? Oder habe ich Telekinese oder so? Vielleicht Blitz? Ich probier's mal mit Pyrokinese. Vielleicht kann ich damit den Schalter drücken. Nein. Mit Blitz anvisieren. Nein. Oh, komm schon. Das, was da unten so grün leuchtet. Das kann doch nicht so schwer sein. Was habe ich denn dann noch? Ich habe Untote vernichten, Feuerball, bla bla bla. Brauche ich alles nicht. Licht, Schlaf, Skelette, Telekinese. Nein. Ach so, ich habe vier davon, nicht auf Taste 4. Ich kann es mit Telekinese versuchen. Oder mit Verwandlung Fleischwanze. Vielleicht komme ich damit durch das kleine Krissel durch. Ich probiere erstmal die Verwandlung. Moment. Habe ich davon noch eine? Ich weiß es gerade nicht. Das war, okay, vielleicht doch nicht so klug. Ich meine, so eine Fleischpflanze hat relativ wenig Lebenspunkte, hat relativ wenig Rüstschutz. Ich glaube, die Folge ist schon wieder lang genug. Beim nächsten Mal
Ich werde jetzt hier noch ein bisschen... Nein, ich werde nicht rumprobieren. Beim nächsten Mal mache ich weiter. Und versuche hier rauszukommen. Genau. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.